richtig Hip-Hop-lastig aus irgendwie. Ja. Wie so ein richtiger großer Hip-Hop-Star aus Amerika. Ist er doch. Hallo, guten Tag, hallo. Geht's los jetzt hier, oder? Nee, ja. Ist schon längst los. Schon lang. Ist schon lang losgegangen. Ah, so. Ja. Guten Tag, Mensch. Ich habe jetzt hier spontan hier zwei hübsche Damen hier. Hey, what's up? Hallo. Hey, was geht ab? Ey, wir sind hier bei dir im Laden und zwar bei I Love Fashion. Danke. Und wir lieben ja Fashion. Also ja. Bonnie und ich, wir lieben ohne Ende Fashion. Und wir müssen sagen, dieser Laden ist so Gangster New York, aber wiederum Style und Fresh und so, ich weiß nicht, so deep. Und was gibt's denn noch für Hip-Hop-Worte? Komm, gib mir was. Tight und A-Eight. Fresh heißt doch Swaggy, heißt doch auch noch. Swag. Aber Swag ist schon wieder ein bisschen out. Das ist out. Ja, aber bei uns läuft, bei uns läuft. Ach so, es läuft. Und wir waren letztes Jahr auch Babo. Oder Baba oder wie? Babo, dieses Wort, dieses Trendwort. Babo. Haftig, ja. Also wir waren früher auch. Aber jetzt sind wir einfach nur nette Menschen. Genau. Und wir glauben ans Gute. Also wer ist der Baba, ha? Wer ist der Baba hier? Barbarinen heute, Barbarinen. Ja, wer sind die Barbarinen hier, ha? Ladies first immer, man muss Klasse haben, ne? Und auch immer bei Frauen, wenn man Frauen sieht, ich erkläre es mal für die Jungs, so machen. Mal lang. So, oh, er hat nur an, nicht feucht machen. Ja, weil danach, guck mal Jungs, danach, die Frauen, die rennen weg, weil meistens haben auch die meisten Jungs Mundgeruch oder zu viel Joints davor geraucht. Das muss dann schon Stück für Stück erstmal so noch ein bisschen klassisch erscheinen und so da sein. Ne? Aber du bist aber richtiger Entertainer, weißt du? Also ganz ehrlich, er ist ein Gentleman, ein Entertainer und sieht aus wie ein Hip-Hop-Star aus Amerika. Ich höre mit dir einfach. Hip-Hop-Star, nicht ich. Ich sag nur, Wild Star Beat Street waren so meine Filme damals. Ne? Wow. Also davor war es Pumuckl und Tom und Jerry. Ne? Ist der süß. Also wo trifft man dich denn? Du hast doch noch andere Läden hier, ne? Ich habe noch einen anderen Laden. Jetzt in Niederdörfli habe ich noch einen neuen Laden. In Niederdörfli? Aha. Und dann haben wir noch den das musst du sagen, den Thug Life Showroom. Thug Life. Die kannst du gut. Thug Life. Ja, die kannst besser. Das ist ja auch hier beim Aller Fashion um die Ecke. Ja, und bei mir liegt es halt am Englisch, das war nicht so gut halt. Ne? Also aber dafür hast du den Style. Eben, das ist so mega geil. Also es gefällt uns sehr, sehr gut. Also du hast einen super tollen Style. Wirklich, der Pulli ist der Hammer. Ich sag dir, wir haben natürlich auch grün und rot geworden. Wir haben natürlich auch ein paar Sachen mitgenommen, gell, Bonnie? Ja. Ja, natürlich. Wir haben es wie Bonnie und Clyde gemacht, obwohl sie natürlich eine Dame ist. Also sie ist aber eher die Brigitte Bardot hier. Oh, das ist Sophia Loren? Sophia Loren ist aber auch da. Das sind die zwei Besten hier. Ja, und, Merrick, dann noch, und noch Clyde, Bonnie dazu, weißt du? Nein, wir haben Marilyn Monroe und Sophia Loren. Okay. Im Hip-Hop-Store, hier in Zürich. I Love Fashion und wir sind hier am Start gewesen, haben echt tolle Sachen geschenkt bekommen. Vielen herzlichen Dank. Und wir, wir ziehen jetzt weiter und ich hoffe, wir sehen uns. Du lädst uns doch nochmal ein. Wir sind heute auch im Bior noch, gell? Und wir waren heute Party im Bior. Finde ich auch geil, ne? Also, guck mal.